Manfred Weiß, 1935 in Nieski geboren, in einem von der Herrnhuter Kultur geprägten Umfeld aufgewachsen, in den 1950er Jahren in Halle bei Hans Stieber und Berlin bei Rudolf Wagner Regeni zum Komponisten ausgebildet, gehört zu den eindringlichen Stimmen der zeitgenössischen Musik in Ostdeutschland. Weil ihm vorgeworfen wurde, er habe als Mitglied der Jungen Gemeinde im Kontext des 17. Juni 1953 Anstände gehabt, wie es hieß, wurde ihm nach seinem Abschluss an der Berliner Musikhochschule eine Aspirantur verweigert. Rudolf Wagner Regeni aber nahm ihn als Meisterschüler an der Akademie der Künste auf. Bei ihm schloss Weiß mit der Kantate »An meine Landsleute« auf einen Text von Bertolt Brecht seine Studien schließlich ab. Bei Wagner Regeni auch kam Weiß schon früh mit der Zwölftontechnik in Berührung und entwickelte kompositorische Fragen, die sich daraus ergaben, fort bis zur Serialität. In dieser Zeit habe ich mich ganz intensiv Studien mit der Zwölftontechnik wieder zugewandt. Ich hatte Zwölftontechnik schon bei Wagner Regeni ganz frühzeitig, war ich sicher einer der ersten hier in der DDR, die mit der Zwölftontechnik gearbeitet haben, und Wagner Regeni auch. Und ich habe das waren sehr wichtige Jahre. Und da war ich an einem Punkt angekommen, 1970. Bis dahin hatte ich sehr traditionell gearbeitet, mit tonalen Zentren und so weiter. Und da habe ich allerhand Werke geschrieben, auch zuletzt ein Klavierkonzert, das auch hier aufgeführt worden ist. Aber das war alles sehr traditionell, und es wurde immer traditioneller, aber auch emotionaler. Also ich merkte, ich befinde mich im Rückwärtsgang, habe ich mich intensiv wieder mit Zwölftontechnik und so weiter auseinandergesetzt. Die ersten Stücke waren meine vier Stücke für Streichquartett, aber auch dann das Klaviertrio 2. Und im Klaviertrio 2 habe ich nicht mit einer Zwölftonreihe gearbeitet, sondern mit Zwölftonkomplexen. Also immer zwölf Töne, ganz verschieden, aber immer wieder zwölf Töne, genau, kann man nachzählen. Und daraus hat sich dann die Form ergeben. Es sind kleine motivische Strukturen, die zwei- oder dreiteilig sind, aus denen das alles gemacht ist. Und diese Strukturen wurden ständig verändert. Ich habe dann auch Reihen drin gehabt, die dann auch wieder verlassen worden sind. Also eine ganz allgemeine Aufriss der Sache. Dann ist ganz wichtig, ich habe das alles nicht in Noten notiert, sondern in Streckennotation. Das heißt, ein Strich sagt die Dauer eines Tones. Die Länge des Striches ist also, der Ton dauert länger. Aber es ist alles ungefähr. Und das ist das Entscheidende. Ich habe mit diesen Strichen ungefähr angedeutet, wie das Stück klingt. Und das nennt man Streckennotation. Und ja, in dieser Weise sind die ersten Stücke entstanden und dann auch das Klaviertrio 2. Aber für die Aufführung habe ich dann eine normal lesbare Partitur daraus gemacht. Nur die Einfälle sind so frei gewesen. Ja. Und da spielt auch die Klangfarbe eine große Rolle. Die ganze Entwicklung ging darauf hin, dass alle musikalischen Elemente gleichmäßig wichtig wären. Und das bezeichnet man ja als Serialität, dass diese Serialität sich nicht nur auf die Tonhöhe bezieht, sondern auch auf den Rhythmus und auf die Klangfarben auch.
Dann, 1973, entdeckte Weiß Schönbergs Grundlagen der musikalischen Komposition. Ich bekam dann dieses Buch von Schönberg, das hier liegt, Grundlagen der musikalischen Komposition, in die Hände. Und hier, dieses Buch war mir hochinteressant, wie Schönberg Klassikeranalysen gemacht hatte. Mit welcher Akribie der das gemacht hatte und das ganze Denken dort, das ist schon was anderes, als man in einer normalen Formlehre lesen kann, nicht? Und das habe ich verschlungen, das gab es nur in Englisch, da habe ich es mir übersetzt. Und erst später habe ich dann dieses Buch in die Hände bekommen, da konnte ich dann sehen, ob ich richtig übersetzt hatte. Und ja, und da geht es um die Schönbergs Verständnis der Klassik, wie Beethoven arbeitet und so. Die Erkenntnisse, die Schönberg da gesammelt hatte, versuchte ich dann für meine Komposition umzusetzen. Und als erstes Ergebnis ist diese Serenade entstanden. Mhm. Und das kam mitten rein in die Auseinandersetzung mit Lutoslawski und Penderecki und diesen ganzen auch westlichen Komponisten, die ich auch in Warschau kennengelernt hatte, kam diese Sache, dass ich diesem Buch begegnet bin. Und deswegen ist da ein Einschnitt plötzlich in meine ganze serielle Entwicklung sozusagen, war jetzt dieser klassizistische Schönberg. Und es ist eine Atonalität, die ich da geschrieben habe, aber die formal ganz streng arbeitet, auch mit klassischen Themen und so weiter. Und insofern ist das eine Oase mitten in meine Entwicklung hineingekommen, die ich dann wieder habe fallen lassen, nicht? Er begann in der Auseinandersetzung mit Schönbergs Analysen, klassische, formal strengere Elemente zur Grundlage seiner Werke zu nehmen. Dabei schrieb er auch jetzt nicht formalistisch. Kern der Werke ist ihre jeweilige Aussage. Meist das Lob Gottes in seinen je verschiedenen Möglichkeiten und Bedrängnissen. Die bewusste, reflektierte Form, das Medium, diese Aussage zu transportieren. Bedacht wird zugleich der mögliche Aufführungskontext. Weiß komponiert nicht für die Schublade, ohne Anlass, sondern mit bestimmten Besetzungen im Ohr, oft bestimmten Interpreten oder Aufführungssituationen vor Augen. Schönbergs im Vergleich mit seiner Harmonielehre eher schmales Büchlein Grundlagen der musikalischen Komposition ist bis heute ein wesentlicher Bezugspunkt für Weiß Schaffen geblieben. Die Serenade für Klarinette, Violoncello und Klavier entstand als erstes Werk in unmittelbarer Nähe zur Lektüre dieser Schönberg-Schrift. Also die Serenade, ja, der erste Satz ist eine Sonatenform, also ganz dicht gedrängt, wie es im Buche steht, aber mit absolut atonalen Mitteln. Da kommt kein Dreiklang vor und auch keine Reihe. Und das war mir so wichtig. Und der zweite Satz ist dann so ein langes Adagio mit schönen Kantilenen.
und beinahe klassisch anmutend. Und der dritte ist dann so ein schneller Walzer. Und da ist es, ja, und der Schluss ist dann, also es spitzt sich immer mehr zu, die Spannung nimmt immer mehr zu und die Dichte auch der Aussage im letzten Satz ist dann die Dichte am größten. Und dort ist also auch, werden die Dinge miteinander verwoben und so weiter. Nicht? Es ist also eine Entwicklung in dem Stück drin, die also, und ich, als ich es jetzt wieder hörte, vor einem Jahr war das, von einer Leipziger Truppe gespielt, dachte ich, es ist eigentlich ein ganz interessantes Stück. das hatte ich vollkommen vergessen gehabt, weil das nicht direkt in die Entwicklung reinpasst, die ich vorher hatte, auch mit der Aleatorik und so weiter, sondern es war völlig ein Fremdkörper. Sagen, es ist ein Stück, was sehr eigentlich relativ streng komponiert ist dafür, dass es eine Serenade genannt wird, also wo man sich eher eine Folge von, naja, vielleicht Tänzen vorstellt, die es allerdings auch sind, aber sind so Tänze im Sinne von Anton Weber vielleicht, und trotzdem ganz viel Humor hat und sehr musikantisch geschrieben ist, also musikantisch im ganz konservativen Sinne. Und diese Mischung, die eigentlich in der Vorstellung überhaupt nicht zusammenkommt, die kommt in dem Stück zusammen. Die Serenade steht beispielhaft für den Wechsel der Handschrift, wie er sich 1973 nach dem Klaviertrio II mit der zunehmenden Beschäftigung mit Schönbergs Grundlagen der musikalischen Komposition bemerkbar macht, bis sich Ende der 70er Jahre erneut ein anderer Ton einstellt. Die Auseinandersetzung mit Schönberg, nun selbstverständlich geworden, erscheint weniger vordergründig und Weiß kombiniert stilistisch verstärkt verschiedene Ansätze und Techniken im Sinne der zugrunde liegenden Aussage. Fasslichkeit, um mit Schönberg zu sprechen, somit Verständlichkeit, bleibt dabei Weiß erklärtes Ziel. Immer, wird mir immer wichtiger. Ja. Klarheit, Überschaubarkeit und wirklich einen inneren Gehalt. Das Beispielhafte, Repräsentative der Serenade als Antwort Manfred Weiß auf die Schönberg-Lektüre und seine Auseinandersetzung mit klassischen Formen auch mag es gewesen sein, was Wolfgang Reich, 1960 bis 1992 Leiter der Musikabteilung der Sächsischen Landesbibliothek, bewog, sie für ein Archiv für zeitgenössische Komponisten zu gewinnen, das er seit den 1960er Jahren aufzubauen begonnen hatte. Irgendwann ist mir gesagt worden, ich sollte meine Noten dort oben hingeben. Mehr kann ich nicht sagen. Es ist, und ich habe mich immer gefreut, wenn ein neues Werk dort raufgekommen ist. Es sind also in erster Linie größere Besetzungen gewesen, die auch bei einem Verlag waren, und die Autografe sind aber dort hingekommen. Also gleich mal zu der Frage, nach welchen Prinzipien dort diese Sachen hingekommen sind. Also das weiß ich nicht. Vielleicht, es kann auch sein, dass hier die Komponisten hingekommen sind, die zu Dr. Reich ein gutes Verhältnis hatten.
Also einfach persönlich. Und er hat dann jeweils ausgewählt, ob das Werk, was, um das es da gerade im Augenblick ging, ob das eben irgendwie was ist, was man vertreten kann. Und er hat nicht danach geguckt, ob die Werke nun puristisch modern sind. Da hat er nicht geachtet. Reich legte hier eine Sammlung in der Sammlung an. Innerhalb der umfangreichen Quellenüberlieferung fast 500-jähriger sächsischer Musikgeschichte eine Sammlung repräsentativer zeitgenössischer Musik, auch über Sachsen hinaus. Eine Sammlung, deren systematische Weiterentwicklung im Zuge der gesellschaftlich-politischen Umbrüche nach 1990 stagnierte, an deren Idee in den vergangenen Jahren mit der Übernahme wesentlicher Einzelstücke, Vor- und Nachlässe aber wieder angeknüpft werden konnte. Für einen Einblick in das Komponieren in der DDR und Ostdeutschland seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bietet diese Sammlung, ergänzt durch Korrespondenzen und andere Schriftdokumente, durch Ton- und Videoaufzeichnungen, durch Fotografien, umfangreiche Programmheftsammlungen und ähnliches Kontextmaterial, wertvolle und vielfältige Einstiegspunkte. Von Manfred Weiß sind bisher knapp 40 Werke in das Archiv übernommen worden. Werke, die exemplarisch für Weiß' kompositorische Entwicklung gehört werden können. Werke zudem, die nicht nur durch die Auseinandersetzung mit anderen Kunstwerken, mit den mittelbaren und unmittelbaren Lehrern, ihren Techniken und Anschauungen geprägt wurden, sondern auch durch seine eigene Unterrichtstätigkeit, die ihm vielfältige Anregungen gab. 1959 begann Manfred Weiß als Dozent an der Dresdner Musikhochschule, 24-jährig und damit nur wenig älter als seine ersten Schüler. Zunächst gab er Tonsatz und Theorie im Gruppenunterricht. 1963 kam sein erster Hauptfachschüler für Komposition zu ihm, Jörg Herchet. 1963 kam der Abteilungsleiter Johannes Paul Thielmann zu mir und sagte zu mir, ich habe einen Schüler, mit dem komme ich nicht so richtig zurecht, der heißt Jörg Herchet, könntest du den vielleicht übernehmen? So war das dann mit Herchet. Ich kam zu Jörg Herchet und hatte das erste Mal einen Hauptfachschüler. Und das war natürlich furchtbar schwierig. Und er hat immerhin in den 2 oder 3 Jahren, weiß ich nicht mehr, hat er dann am Schluss dieser 2 oder 3 Jahre, hat er einen Liederzyklus geschrieben, in Fragmentarium, Interfragmentarium auf das Werk von Kafka. Über die Treppen und Stiegen geht ein Schritt, der Schritt der Gewalt, die viele Namen hat. Und da hat also eine Sängerin das einstudiert, sollte in einem Abend mit meinen Kompositionsschülern, sollte das Werk von Kerchet aufgeführt werden. Das war das Beste von allen Werken und wurde einstudiert. Und die Sängerin hatte einen Freund, der war SED-Mitglied, der hatte nichts Eiliges zu tun, als zum Rektor zu laufen, der hieß Uskoreit damals. Und dann wurde also befohlen, das Werk darf nicht aufgeführt werden. Die anderen Stücke sind an dem Abend gelaufen, aber das nicht. Und es wurde dann angeordnet, dass ich das vor der Parteileitung aufführen durfte. Herchet und ich, wir saßen da wie auf der Anklagebank, während das Stück da uraufgeführt wurde. Und dann war natürlich eine Diskussion hinterher und da wurde gesagt, wenn man so etwas öffentlich aufführt, so ist das so, wie wenn man Betten ausschüttet von einem Kirchturm und die fliegen überall hin, das ist die Konterrevolution. So, damit war ich abgestempelt, der Schüler wurde mir weggenommen, mir wurde gesagt, ich sei nicht in der Lage, sozialistische Künstler zu erziehen,
Aber ein anderer Schüler wurde mir weggenommen. Und ich habe seitdem eigentlich nur noch erwachsene Schüler genommen. Sodass ich Ihnen nicht sagen kann, ich hätte, weil die ja schon einen Beruf hatten, Abendstudenten, nicht? Die hatten ja einen Beruf. Aber jetzt hier Studenten auszubilden, wo es auch um politische Anschauungen und so weiter, weltanschauliche Dinge ging, das habe ich dann vermieden von der Zeit an. Zu seinen erwachsenen Schülern, wie Weiß seine Studenten im Abendstudium nennt, gehört auch Gottfried Glöckner. Und da ist ja der Glöckner, der war ja schon ausgebildeter Pianist und hat vor allem korrepetiert in Frankfurt an der Oder, da an der Musikschule, und hatte viel geschrieben. Und jedenfalls ist er ein sehr begabter Schüler gewesen, wo die Zigarette nie ausging. Und der hat ja dieses eine Klarinettenstück hier, was jetzt hier aufgeführt wird, auch geschrieben. Der hat sich mit allem auseinandergesetzt. Und der war also sehr traditionell erst eingestellt, hatte von neuer Musik wenig Ahnung, war Schüler vorher von Siegfried Köhler mal gewesen. Und den habe ich so richtig in die moderne Musik reingebracht. Der hat eine Aleatorik gemacht, ein Stück für Orgel und Klavier. Und wirklich allerhand hat er zustande gebracht. Etliche weitere Musiker sind durch Weiß Schule gegangen. Es gibt nur wenige musikinteressierte Dresdner und noch weniger Dresdner Musiker, die den Komponisten Manfred Weiß nicht kennen. Seinen Kompositions- und Theorieunterricht haben seit 1959 Generationen von Studenten genossen, erinnert sich der Komponist und Musikkritiker Alexander Kolk 2015. Zu diesem großen Schülerkreis gehören neben Herrchet und Glöckner auch und über die Generationen hinweg beispielsweise Wolfgang Heisig, Volker Hahn, Axel Langmann, Alfred Holzhausen. Im Februar 2020 ist Manfred Weiß 85 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass stellt die Musikabteilung der SLUB Dresden einige seiner Werke aus ihrem Archiv für zeitgenössische Komponisten gemeinsam mit Werken seiner Schüler in einer Konzertveranstaltung vor. Zu erleben ist in ihnen, was Weiß Werke ebenso ausmacht wie seinen Unterricht: handwerkliche Perfektion und formale Virtuosität, aber mit Raum für den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und des je eigenen Anliegens, gepaart häufig mit Expressivität und nicht zuletzt einer guten Portion Spielfreude.